Recht herzlich willkommen zur 34. Folge von Planet Nomads. Gut, wir haben einen Kommentar gehabt von David Chatnet oder so ähnlich, dass wir unbedingt Aluminium, Titanium und sowas brauchen. Und da müssen wir dann zusehen, dass wir das kriegen, um weiterzukommen im Spiel. Dann müssen wir irgendwie mit dem Fahrzeug fahren. Das soll angeblich auch über Wasser fahren. Und naja, da müssen wir schauen. Aber erstmal gucken wir hier nochmal. Wir wollten noch das Multitool machen. Das Multifunktionswerkzeug. Gucken wir da mal rein. Brauchen erstmal diese 4 Carbon und 4 Silikon, weil wir 4 Stück davon brauchen. Müssen wir erstmal gucken, dass wir diese Klamotten irgendwo herholen. Was haben wir denn noch da? Gut, da haben wir 3 schon. Und dann brauchen wir noch 3 mehr davon. 3 haben wir schon. Der eine von diesen Platten haben wir. 4 elektrische, 4 mechanische und diese 4 ALM. Können wir hier machen. Gut, da ist schon mal auf jeden Fall was drinne. Carbon, also Kohlenstoff. Ein bisschen wenig nehmen wir die und lassen die hier. Silikon, dann nehmen wir auch 10 darüber. Hier ist noch mehr Silikon. Silizium. Okay, jetzt 4 Stück braucht man davon. Oh, da geht einer schon nicht. Okay, dann müssen wir das wieder zurück tun. Dann geht das doch. Dann machen wir die mal. Davon brauchen wir 2. Da fehlt es dann auch wieder. Okay. Machen wir aber auch. Reicht noch. Was war noch? Da braucht man 3 von. Die kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Und welches war noch? Ich glaube, das war alles, oder? Hier unten ist noch was. Oh, die gehen auch hier. Dann machen wir das doch hier, wenn es geht, oder? 4 Stück waren das. Und ja, auf geht's. Das war, glaube ich, alles, oder? Die nehmen wir mit. Nicht geklappt. Nochmal so. Die Teile. Und da fehlt noch einer. Ja, ach ja, das gab auch ein Update. Zero, also 0.7.10. Und da wird die Schwierigkeit des Planeten, kann man da einstellen und sowas. Und auch der Welt, ob da mehr Tiere sind oder weniger, das kann man machen. Oder ob Regen kommt oder nicht kommt und so, das kann man alles einstellen. Das haben die gemacht. Gut. Jetzt brauchen wir was zu essen. Sollten wir mal. Na komm, den einen warten wir noch ab, dann gehen wir vielleicht mal rüber zur Maschine. Zur Essensmaschine. Draußen regnet's. Drinnen hört man es auch. Und auch, es regnet auch drinnen. Okay. Einer noch. Kohlenstoff haben wir keinen mehr, ne? So, das war alles dafür, glaub, oder? Gehen wir raus. Gehen wir hier rein und dann bauen wir das Ding. Das da rein. Die noch dazu. Die zwei mechanischen Teile und die elektrischen. Und jetzt funktioniert der, ne? So, läuft. Ja. Also das wird auf jeden Fall besser sein wie das alte. Okay, das dauert noch eine Weile, bis das fertig ist. Dann können wir erst noch Essen machen. Und
Dann brauchen wir das und dann machen wir 4 Stück von und lass laufen. Und da haben wir noch 9 Wasser. Die nehmen wir dann mit, oder? Ja. Ein dreckiges Wasser gibt's noch. Dann können wir hier auch noch was machen. 5 Stück. Laufen lassen. Und da haben wir jetzt Essen. Das können wir auch direkt essen. Trinken machen wir auch gerade. So sind wir fit mit dem Trinken. Essen dauert länger, weil die Portionen so klein sind. Nächste fertig. Und den nehmen wir mit. Einer bleibt da. Und dann lass uns da noch einen mehr machen, oder? So, da können wir jetzt rausgehen. Jetzt gucken wir, was das Multifunktionswerkzeug macht. Eine Minute braucht das noch. Okay. Dann können wir nochmal gucken, was wir bauen können. Das haben wir alles. Medium Refinery. Irgendwo war doch, was ich noch bauen wollte, ne? Das war's nicht. Die steht doch dahinter, ne, oder? Ja, das ist sie. Dann können wir das mitmachen, okay. Aber das fehlt uns dann noch. Angereichtes Uranium und Deuterium. Dann müssen wir noch mal gucken. Das, was ich bauen will, ist hier jetzt nicht drin. Lass uns noch mal unter B gucken. Was war da denn noch, was ich machen wollte? Das ist das alles nicht gewesen. Das sind Strukturteile. Das ist mittlere Versorgungs-Arztstation, wie man das auch mal nennen will. Foundation, wollen wir die bauen? Machen wir ja. Können wir ja. Mining Machine, was ist das? Auf jeden Fall ist das interessant für uns. Das können wir alles bauen. Pack die mal da drauf. Uraniumgenerator, das wäre auch interessant. War das der? Ich glaube, der war das. Den können wir auf jeden Fall auch da unten reinmachen. Den legen wir da auf 7, weil das wäre die Armor-Rate. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Wo waren wir da? Waren wir da? Haben wir. Greenhouse brauchen wir jetzt nicht. Fettmaschinen haben wir, oder? War das jetzt die Medium Refinery? Ich glaube ja, ne, oder? Und dann nochmal gucken. Ja, war's. Gut. Dann brauchen wir das nicht. Ja, nice to have. Medium Mastmaschine haben wir, glaube ich, auch. Compact Armor, das ist alles okay. Compact Bad Bay. Das haben wir alles. Die Sachen sind alle ganz klar. Dann war das wohl das, was wir haben wollten. Haben wir die?
Medium Fat Machine oder haben wir die nicht? Hm. Pack das mal gerade da unten rein. Und dann gucken wir mal gerade rum, ob das so eine ist oder nicht. Nee, ist glaube nicht, oder? Kompakt, okay. Die Medium ist dann doch nur noch mal größer. Dann nehmen wir erstmal das Werkzeug hier raus. Dahin. Raus. Ins Inventar und dann ausrüsten. Ne, zwei können wir nicht nehmen. Müssen wir da drauf. Ja. Ja, ist wohl auch eine Erweiterung oder so, ne? So. Ja. Wo ist das andere jetzt? Ist eine Erweiterung, oder? Ist nirgendwo hier, ne? Ist definitiv eine Erweiterung. Oh. Gut, okay. Wenn wir das wegnehmen, dann ist wieder das. Ja, sieht so aus. Genau, das ist wohl die größere Nummer dann. Passt. Dann gehen wir erstmal raus und holen Rohstoffe. Wir brauchen Rohstoffe. Aber welche? Kann man das hier sehen? Ja. Mining Machine, das wäre vielleicht sinnig als erstes zu bauen. Dafür brauchen wir Rahmen und mechanische, elektronische und weiß ich was für Teile. Müssen wir nochmal reingehen und gucken. Und dann brauchen wir die Klamotten alle. Dann brauchen wir die. Das brauchen wir auch dafür. Lass die da. Rahmen. Wir haben keine Rahmen, aber wir haben auch keinen Kohlenstoff. Gut. Gut, dann müssen wir erst Rohstoffe holen. Gut. Oben auf dem Berg hatten wir das Minenfeld da. Das ist die, wie soll man es nennen? Keine Ahnung. Lass ins Auto steigen und hochfahren. Die Bütt ist es. Komm hoch. Dann müssen wir rechts weiter, sonst fallen wir da runter. Gerade so geklappt. Und komm hier hoch. Ja, geschafft. Cool. Weiter hoch. Und dann schauen wir, dass wir da oben noch was abbauen. War das hier? Könnte hier gewesen sein, aber wo genau, weiß ich jetzt nicht. Ja, parken wir erstmal hier. Das Auto hier. Jetzt fährt er vorne auch. Okay, aber da ist auf jeden Fall Stopp am Baum. Und dann gucken wir, wo das Loch ist. Nochmal hochgehen. Was hier? Wir brauchen was zu essen. Okay, einen haben wir noch. Jetzt können wir unser Werkzeug mal ausprobieren. Zack und weg, das ist ja cool. Das geht aber flott, ne? Okay. Da ist unser Loch, glaub, ne, oder? Ja. Jo, sieht so aus. Gut, kommen wir da rein oder wo? Ich glaube ja, ne? Und dann machen wir Milch runter. Hier mal so ein Pfad am Rand bauen, oder? Okay. So. Runter geht's, ja. Rohstoffe gibt's aber nicht. Oh doch, da kommen wir jetzt.
den hier abbauen, dass wir runtergehen können. Jetzt gibt es auch Ressourcen, okay. Läuft, ne? Noch mehr davon, ja. Okay. Da kommt nichts raus, oder? Ja, aber, oder? Ja. Batterie ist leerrad. Aber ist auf jeden Fall besser. So, gucken, ob wir noch was kriegen. Ist aber nichts mehr. Da müsste was sein. Okay. Eisengips, Carbon und Silizium. Müssen wir eigentlich alles mitnehmen jetzt. Wieder aufladen. Komm mal dran, ja. Ja. Nummer 41, so. Das Trinken brauchen wir noch nicht, aber Essen bräuchten wir, da haben wir nichts mehr, ne? Oder nicht so prickelnd. Nichts zu essen mehr mit, das war nur einer, okay. Dann schauen wir mal, dass wir rauskommen. Fliegen wir hoch, ne? Aber das geht jetzt, glaube ich, jetzt gerade hier nicht. Irgendwie so ein Weg, den wir gebaut haben, sieht man jetzt auch nicht mehr wirklich. Es gibt auch keine Rohstoffe, doch da. Okay. Jetzt aber. So. Gut, dann würde ich sagen, fliegen wir hoch. Da hoch. Mal hier hin und dann können wir rauslaufen, oder wie ist das? Ne, da fahren wir runter, müssen wir wieder hoch. Na ja, komm, fliegen wir gleich ganz raus. Gut, wo ist das Auto? Da ist es. Gut, gehen wir hin. Gut, dann fahren wir zurück zur Basis. Aber ich denke, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.